Wenn man weiß, wie Reed spielt und darauf eingestellt ist, dann ist es enttäuschend. Vor allem die erste Halbzeit war für mich eigentlich auch, das hat mich am meisten verwundert, weil da haben wir von den Sachen, die wir uns vorgenommen haben, sehr wenig umgesetzt. Und da war das einzig Positive das Ergebnis, das 0-0. Muss aber sagen, dass jetzt der Reed von der spielerischen Seite auch kein Leckerbissen abgeliefert hat, sondern es waren, das kennt man. Weite Einwürfe zum Tor, die großen Spieler kommen mit, Standardsituationen, das ist das Spiel, das ist legitim. Aber fußballerisch habe ich da im Endeffekt auch sehr wenig gesehen, dass sie uns richtige Chancen herausgespielt haben. Vorher man, glaube ich, gar keine auf, kann ich mich nicht erinnern, kann ich keine aufzählen. Dann besprechen wir es gleich, wir haben zweimal das System ein bisschen gewechselt, dann besprechen wir es in der Halbzeit wirklich alles noch einmal in Ruhe durch und dann kommt der Höhepunkt, Ballverlust und bis da 0-1 hinten und das Spiel riet. Total in die Karten, dann weiß man, was kommt. Dann kommen zwei Autobusse hinten rein, 5-4-1 oder wenn es geht, 5-5 und machen dann also Standard, die 1-1. Und in der Phase habe ich eigentlich gedacht, dass wir das Spiel gewinnen können. Das war meine Hoffnung. Weil da haben dann die Räder schon ein bisschen angeschlagen gewirkt, haben wir gemerkt, okay, da haben sie dann Probleme gehabt. Dummer Ballverlust, Freistoß und den Freistoßtrick habe ich schon kennt von anderen, den habe ich schon gespielt. Ich habe es heraus dann gesagt, wo er hinkommt und dann passiert das 2-1 und dann ist es extrem schwierig. Dann hast du einen Pechner mit dem Luxbacher, der ist eigentlich schon schwerer zum Außerschießen als zum Einschießen, muss man auch sagen dazu. Es kommt dazu, das sind erst die letzten Spiele so gewesen, was uns verfolgen, diese Situationen, das muss man so sagen. Und unterm Strich, Riesenenttäuschung, was ich sagen muss, was Ried betrifft, da muss ich sagen, Respekt, vor allem eins, glaube ich, kann man viel lernen, was taktische Disziplin ist. Mit diesen Mitteln, das ist richtig gut. Und das ist gerade in so einer Phase, glaube ich, am schwierigsten der Mannschaft, wenn man erklären, dass man sowas spielen sollte oder kann, wenn man glaubt, alles andere nur mit fußballerischen Mitteln zu lösen bei uns. Das ist irgendwie die bisschen die Krux an der ganzen Sache. Da muss man echt sagen, das spielen sie richtig gut. Nicht immer gerade schön anzuschauen, sehr effektiv. Und in der Phase muss man sagen, Gratulation zum Sieg. Gerät. Vielen Dank. Darf ich um eure Fragen bitten? Ja, es ehrt mich, dass du das Heimspiel gerade ansprichst, auf dessen Elfmeter verwehrt worden. Wie hast du das gesehen von der Bank aus? Und meintest das, was ihr euch vorgenommen habt, das habt ihr euch vorgenommen? Ja, vorgenommen eigentlich war, erste Halbzeit ein anderes System zu spielen und dann hat Ried anders agiert. Noch 10 Minuten haben wir reagiert, dann hat der Herr auch wieder reagiert, da sind wir hin und her gegangen ein bisschen, das Spiel, Topfdeckel. Da ist sicherlich fußballerisch viel auf der Strecke liegen geblieben, irgendwo. Was aber für mich nicht so verwundert war, wobei vielleicht das Momentum bei Ried liegt, aufgrund der Punktesituation, 16, wir haben 11. Also die haben weniger, unter Anführungszeichen, zu verlieren, sondern warten auf uns. Das ist immer so ein bisschen die Situation, auch Fehler anzubieten. Fußballerisch, wie schon gesagt, weiß nicht viel, was uns betrifft, das Handspiel, wie auch immer, das war jetzt schon. Wir haben beim letzten Spiel einen Corner gekriegt, was keiner war, schießt man sein Eigentor, kriegen 11 Meter, vor allem mit der Hand auf den Ball. Also so Sachen, lauter so Sachen, was ich mitziehen kann, sind spielerisch nie schlechter gewesen, eher sogar gleichwertig, wenn nicht besser, aber hätte, wäre, wenn, ist auch die Situation. Wir haben 11 Punkte, ist viel zu wenig. Und darum sage ich nur mal, was einfach mir da imponiert, trotzdem ist, dass Ried in dieser Phase einfach dieses Spiel so spielt. Und da kann man lernen draußen. Das sind für uns vielleicht auch Sachen, wo einige Spieler das vielleicht anders sehen, was du gesagt, dass man da auch mit solchen Mitteln sehr erfolgreich sein kann. Wir versuchen es mit anderen, weil wir auch eher relativ spielerische Mannschaft sind, das gehört auch dazu. Wir haben zwei Positionen, zwei Sechserpositionen, die was am OP-Tisch liegen, die was operiert worden sind, Kreuzbandriss und so weiter, die tun uns in dieser Situation weh. Aber hätte, wäre, wenn, ist ja kein, ist so im Leben. Und da muss man sagen, ist es unter Strich, schaust auf die Tabelle und 11 Punkte ist natürlich enttäuschend. Kompakt, kann das Spiel spielen, haben wir gesehen, egal wo. Also die haben in diese Richtung, für mich haben die nichts zu tun mit dem Abstieg, nein. Auf der Position einfach Probleme gehabt haben hinten, von Spielaufbau ist gar nicht gegangen, mit Lux haben wir normal einen erfahrenen Sechser dazugegeben und haben dann vorne ein bisschen umtauscht, also haben gestellt vorne eher offensiv einander dazu, haben dann auch mit zwei Stürmern gespielt, 4-4-2, mehr eigentlich eh schon alles probiert, was es in diese Richtung zu probieren gibt, aber je mehr wir in die Offensive probiert haben, umso mehr hat Ried verdichtet. Das ist genau immer die Antwort, was kommt, das weiß der. Und da muss man so spielstark sein, so genau spielen. Und das ist eben in unserer Phase
momentan extrem schwierig, wenn man es über diese Art und Weise versucht zu lösen. Man hat dann schon noch Chancen ausgespielt, Halbchancen, okay, ist klar, aber da stehen dann hinten vier Spieler drin mit 1,95 Meter. Radlinger kommt da raus, holt die Flanken runter und dass du dann wirklich dort durch dieses Netz durchkombinierst, also das sage ich ehrlich, das ist momentan ist nicht einfach, okay, muss man sagen. Drum, alte Regel, guter Vorsatz in Ried nie in Rückstand gehen, weil sonst hast du Riesenprobleme. Muss man sagen, ist so. Und da haben wir heute keine Lösung, sonst hätte sie gehabt. Muss man sich überlegen, ja. Bin ich mir sicher, es war jetzt da. Wir haben jetzt, glaube ich, irrsinnig viel zu tun gehabt, haben versucht, die Mannschaft wirklich zu pushen, zu heben, versuchen, positiv alles. Ich glaube, wir haben wirklich alles unternommen, also was man machen kann. Die Kugel ist nicht in die richtige Richtung gerannt. Hätte, wäre, wenn. Wir hätten genauso 3-4 Punkte mehr haben können, sagen, es ist okay. Brauchen wir nicht diskutieren, aber im Endeffekt werden die Spiele dann so bewertet und wenn du dann die Punkte nicht mitnimmst, dann muss man versuchen, jetzt vielleicht nochmal einen eigenen Impuls zu setzen. Ne?